Hallo zusammen, mein Name ist Ewald Gramlich. Ich komme aus Buchen-Heinstadt, aus dem Odenwald, werde in den nächsten paar Wochen bereits 70 Jahre alt. Mein Beruf ist gelernter Vermessungstechniker und ich war über fast 48 Jahre in der Vermessungsverwaltung tätig, bis zu meiner Pensionierung vor etwa 10 Jahren, die ich aus gesundheitlichen Gründen antreten musste. Im Ehrenamt bin ich schon seit meinem 15. Lebensjahr bis zum heutigen Tag, aber in verschiedenen Varianten. Früher in der Jugendarbeit mit Jugendzeltlagern für Jungs zwischen 9 und 14 Jahren mit etwa 180 bis 200 Teilnehmern, die ich organisiert habe. Dann später in Kolbing-Familie, Kolbingsverein, dann ganz später im Sportverein in der Karnevalsgesellschaft aktiv und dann natürlich als Sänger eingetreten. Dort bin ich aber nur ein einfaches Sängermitglied im zweiten Tenor, aber auch schon bereits über 25 Jahre. Ich war über 10 Jahre Ortsvorsteher in unserer Gemeinde. Von daher also bin ich immer mit vielen Menschen zusammengekommen. Meine Haupttätigkeit aber in meinem Ehrenamt ist der Heimatverein, dem ich schon 20 Jahre als Vorsitzender vorstehe und über 25 Jahre Schriftleiter bin von unserem jährlich erscheinenden Heimatbuch mit 130 Seiten, das über die Gemeinde, über das Vereinsleben, über das politische Leben berichtet. Ja, und wieso, dass ich im Ehrenamt bin? Weil ich schon immer gern eigentlich mit Menschen umgegangen bin, ob das mit Jugendlichen war oder mit Erwachsenen. Ich war im Organisieren immer gut und mache es heute noch sehr gerne. Es macht viel Spaß, man lernt sehr viel. Man kommt mit vielen Menschen zusammen, ob alt, ob jung, und kann auch der Jugend heute etwas weitergeben. In der heutigen Zeit ist es schwierig, natürlich junge Leute für das Ehrenamt zu gewinnen. Viele sind berufsmäßig bei uns auf dem Land in die Großstädte abgewandert, sage ich mal, die dann nur am Wochenende da sind. Und wenn sie Familien haben, kann man es natürlich verstehen, wenn sie sich nur ihren Familien eigentlich widmen wollen. Und diejenigen, die irgendwo in einem Verein, egal ob Sportverein, ob Musikverein oder Karnevalsgesellschaft oder bei den Chören aktiv sind, die haben meistens schon mehrere Positionen, sodass die immer schwer zu überreden sind, irgendwo sich noch bereit zu erklären, mitzuwirken. Bei mir in meinem Verein, wo ich vorstehe, dem Heimatverein, wir haben über 400 Mitglieder und haben ein Gremium von etwa 20 Personen, wo ich als Vorstand vorstehe, die jährlich dann immer auch verschiedene Veranstaltungen und so weiter organisiere. Ja gut, im Ehrenamt schätze ich Folgendes, dass man eigentlich, wenn man aktiv dabei ist, erstens für sich persönlich sehr viel lernen kann, auch für seine Familie und so weiter. Gerade wenn man als junger Mensch da ist, aktiv ist, kann man viel lernen, auch von den Älteren, mit denen man oft zusammen ist. Man kann viel an die Jugend und an die Menschen weitergeben und vor allen Dingen auch die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsleben, ob bei den Sängerfesten, ob bei den Musikfesten, egal wo es ist. Man kommt mit vielen Menschen zusammen und es macht sehr viel Spaß. Es sind sehr viele schöne Stunden dabei. Es ist aber teilweise auch mit Stress verbunden.